Herzlich willkommen an alle Zuhörer und vor allem natürlich an diejenigen, die sich für das Thema Judentum im und um den Raum Bayreuths interessieren. Im Rahmen des Projekts Shalom Bayreuth haben wir, das sind einmal ich, Maximilian Lekin, Olivia Roos und Aaron Seitz, für euch einen kleinen, nennen wir es mal Interview-Podcast zusammengestellt, der euch das Thema Judentum und seine zahlreichen Facetten einerseits präsentieren und letztendlich dann auch in den geschichtlichen Kontext rücken soll. Geschichte ist hierbei wohl das wichtigste Stichwort. Wir alle studieren selbst neben Englisch auch Geschichte auf Lehramt und hatten bei der Erstellung dieses Podcasts die Ehre, die Expertise einiger unserer Geschichtsprofessoren zum Thema Judentum einzubeziehen. Das Konzept des Podcasts bildet hier also die chronologische Abfolge der nennenswerten Umstände, Personen und Ereignisse des Judentums durch die einzelnen Epochen der Geschichte hinweg. Und da ihr jetzt eine ungefähre Ahnung haben solltet, worum es geht, wollen wir gar nicht viel weiter drum rumreden und starten auch schon direkt rein in den Podcast. Viel Spaß! Unsere Zeitreise beginnt mit Professor Dr. Ralf Berwald, welcher uns mehr über das Judentum der alten Geschichte bzw. der Antike erzählen wird. Herr Berwald, welche Entwicklungen können wir bei der gesellschaftlichen Stellung der Juden im alten Rom denn beobachten? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil die Stellung der Juden in der römischen Gesellschaft sich sehr grundsätzlich verändert hat zwischen der späten Republik und dann der Hohen Kaiserzeit. Ganz wichtig ist natürlich der Umstand, dass das alte Judäa ja zunächst einmal ein Klientelkönigtum ist, also ein scheinbar selbstständiges, aber tatsächlich unter römischer Oberhoheit stehendes Gebilde und dann vor allem in der Folge des ersten großen Aufstandes und des jüdischen Krieges unterworfen wird. Bis dahin ist es nämlich so, dass den Juden besondere Privilegien zugestanden worden waren und dass Juden, die schon zu diesem Zeitpunkt weit verbreitet im Reich lebten, eine Besserstellung erfuhren gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen. Wenn dann Judäa unterworfen und als Provinz eingerichtet wird, bleiben einige dieser Privilegien bestehen, sodass wir eigentlich vor einer ganz paradoxen Situation stehen. Die Provinz Judäa ist geprägt von massiven Unterdrückungsmaßnahmen gegen die dort lebenden Juden. Aber die Juden, die schon zuvor oder dann infolge dieser Aufstände verbreitet im Römischen Reich leben, genießen teilweise Privilegien, die sie von dem Rest der Bevölkerung unterscheiden und positiv aus dieser hervorheben. Und gibt es dann besondere Beiträge der Juden zur Gesellschaft dieser Zeit? Die spannende Frage ist natürlich, was man eigentlich meint, wenn man sagt, zur Gesellschaft beigetragen. Also unsere heutige Vorstellung, dass die Gesellschaft ein Ganzes ist, zu dem die verschiedenen Gruppen in mehr oder weniger starker Weise beitragen können, ist eine moderne Vorstellung. Die Gesellschaft des antiken Rom ist an vielen Orten schon damals eine sehr stark multikulturelle und sehr stark fragmentierte. Aber es gibt eigentlich nicht die Vorstellung, dass alle gemeinsam zu einer Gesellschaft beitragen würden. Die Juden zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sich in den verschiedenen Diaspora-Gemeinden kulturell sehr stark an die Umgebung anpassen und mit ihr in einem intensiven Austausch stehen. Das ist nicht immer ein friedlicher Austausch gewesen. Die Juden, die in Alexandria in Ägypten lebten und dort eine große Minderheit ausgemacht haben, haben teilweise auch in intensiven, manchmal sogar blutigen Auseinandersetzungen mit der restlichen Bevölkerung ihre Stellung behaupten müssen. Aber es ist eigentlich überall so, dass wir sehen, dass die Juden in einem intensiven kulturellen Austausch mit ihrer Umgebung stehen. Das geht so weit, dass wir in den Inschriften des kaiserzeitlichen Rom und auch in anderen Orten Italiens feststellen können, dass diese Juden teilweise nur noch rudimentäre, manchmal auch falsche Hebräischkenntnisse hatten, weil die Sprache ihrer Umgebung auch zur Verkehrssprache innerhalb der jüdischen Gemeinden geworden war. Sie haben eben noch das Stichwort der Diaspora erwähnt. Da möchte ich auch die letzte Frage drauf beziehen. Und zwar würden Sie sagen, dass die Geschichte des alten Roms eine Grundlage für dieses Phänomen gelegt hat? Ich glaube, Ihre Frage hat zwei Aspekte. Auf der Oberfläche ist es zunächst einmal ganz eindeutig. Schon das Wort Diaspora ist ja ein griechisches Wort und bezieht sich auf die Situation im Hellenismus und vor allem dann eben nach dem Scheitern des großen ersten jüdischen Aufstandes und der Vertreibung der Juden aus Jerusalem, die ja später sogar Jerusalem gar nicht mehr betreten durften. Also insofern, auf der Oberfläche ist es ganz klar, das Phänomen Diaspora geht zurück auf die Situation der Juden im Römischen Reich. Ich würde aber sagen, dass es noch eine zweite Ebene gibt und das ist die Frage, wie eigentlich jüdisches Leben durch diese Diaspora-Erfahrung geprägt wird. Und da gibt es schon einen großen Unterschied zwischen der Situation in der
vor allem späteren Neuzeit, wenn die entstehenden Nationalstaaten die in der Diaspora lebenden Juden vor die Frage stellen, ob sie sich mit diesem Nationalstaat identifizieren oder von ihm unterscheiden wollen. Und der Situation im Römischen Reich, in der eine solche Anforderung, sich zu integrieren und Bestandteil der Gesellschaft zu sein, in der Weise eben gar nicht gestellt wurde. Insofern würde ich sagen, das Phänomen Diaspora als eine Zerstreuung der Juden, das ist ja die Wortbedeutung von Diaspora, ist natürlich ein antikes Phänomen, aber die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sich damit verbanden, waren in der Antike doch sehr andere als in späteren Zeiten. Alles klar. Vielen Dank, Herr Berwald. Weiter geht es mit der mittelalterlichen Geschichte und in diesem Zusammenhang mit Frau Prof. Dr. Christine Skotki. Frau Skotki, zuallererst, gibt es denn besondere Merkmale zur gesellschaftlichen Stellung der Juden in der Epoche des Mittelalters? Ja, also seit dem Ende der Eigenstaatlichkeit des alten Israels bzw. Judas im ersten nachchristlichen Jahrhundert, muss man sich vorstellen, haben jüdische Menschen immer unter der Fremdherrschaft Andersgläubiger gelebt. Und das zeichnet sich dann dadurch aus, dass eben in den christlich geprägten Gebieten die jüdischen Menschen Schutzprivilegien von den Herrschenden erhalten haben. Und in den islamisch geprägten Regionen war es dieser Dhimmi-Status, also Schutzbefohlene der muslimischen Herrscher. Und für beide Fälle mussten die jüdischen Menschen auch Abgaben zahlen. Und würden Sie sagen, dass das Mittelalter kulturell gesehen eine neue bzw. andersartige Epoche darstellt? Auf jeden Fall. Denn im Mittelalter bildeten sich tatsächlich in der Diaspora, also vor allen Dingen im ganzen Mittelmeerraum, aber auch in Westeuropa, sogenannte eigene jüdische Traditionskreise heraus. Und das zeigt sich zum Beispiel in der Entwicklung eigener Liturgien im Gottesdienst, eigene kulturelle Traditionen und teilweise auch eigene sprachliche Entwicklungen wie das Jiddische oder Ladino. Und es sind vor allen Dingen zwei wichtige Traditionskreise in Westeuropa. Einerseits das sephardische Judentum auf der Iberischen Halbinsel und das aschkenasische Judentum im deutschsprachigen Raum. Da war vor allen Dingen das kulturelle Zentrum die sogenannten Schummstädte Speyer, Mainz und Worms. Und diese Prägungen, diese kulturellen Prägungen, die sind, haben sich erhalten eigentlich teilweise bis heute. Also dass es auch heute noch durchaus eine Rolle spielt in der weltweiten jüdischen Diaspora, wo die eigene Familie, die eigenen Ahnen herkamen. Okay, und Stichwort Familien. Gab es denn auch einzelne Familien oder Gruppierungen jüdischer Abstammung, welche besonders wichtig oder sogar prägend für die Zeit des Mittelalters waren? Also wenn Sie jetzt an so etwas wie die Familie Rothschild denken, die gibt es tatsächlich, also die lassen sich für das Mittelalter, lässt sich die Familie Rothschild noch nicht nachweisen. Überhaupt so einflussreiche, reiche Familien, wie wir das vielleicht auch aus Stereotypen kennen der Neuzeit, gibt es so im Mittelalter nicht, wenn dann überhaupt Einzelpersönlichkeiten, die aber genau für diesen hohen Status oft auch mit dem Leben bezahlen mussten, weil natürlich der Neid der christlichen oder auch muslimischen Nachbarn dann oft zu Intrigen gegen diese Personen geführt haben. Andererseits haben wir natürlich sehr wohl berühmte Persönlichkeiten aus dem jüdischen Mittelalter, insbesondere Gelehrte, Religionsgelehrte, Mediziner und was wir vielleicht auch heute Universalgelehrte nennen würden. Ganz besonders wichtig würde ich vielleicht sagen, ich würde mal so 3-4 Beispiele rausnehmen. Rashi, es ist ein französischer Rabbi gewesen, ganz wichtiger Talmud-Kommentator. Dann haben wir Moses Maimonides ist ganz, ganz wichtig für eigentlich ja ziemlich viele Bereiche der jüdischen Gelehrtenwelt. Er war eigentlich, er kam aus Al-Andalus, hat dann in Nordafrika gewirkt. Er war also Philosoph, Rechtsgelehrter, wenn wir es so nennen wollen, und Arzt. Rabbi Meyer von Rothenburg war eine ganz wichtige Persönlichkeit für das aschkenasische Judentum. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen oder tollen sozusagen Reisebericht aus dem Mittelalter von Benjamin von Tudela. Der kam auch von der Iberischen Halbinsel und berichtet uns über ganz viele Gemeinden in der Mittelmeerwelt im Mittelalter. Sie hatten vorhin auch die finanziellen Abgaben angeschnitten. Gab es denn weitere Belastungen für jüdische Bürger, sei es finanziell, sozial oder anderweitig? Genau, das habe ich am Anfang schon kurz erwähnt. Also für diese Schutzprivilegien oder den Schutzstatus mussten die jüdischen Menschen oder beziehungsweise die jüdischen Gemeinden immer bezahlen. Ja, also Abgaben war das
die Voraussetzung überhaupt, um diesen Schutz zu erhalten. Dieser Schutz war natürlich aber auch nicht immer gewährt, ja, wenn es den Herrschenden aus welchen Gründen auch immer sozusagen nicht möglich war, auch die Juden zu schützen oder sie wollten sie nicht schützen, ja, dann hat das sozusagen auch nicht viel genützt, diese Abgaben. Und nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist also zu diesen Vertreibungen und auch Pogromen und Prozessen im Spätmittelalter, die eben so ganz typisch leider sind für diese Geschichte seit dem 13. Jahrhundert, dann aber auch im 14. und 15. Jahrhundert. Das hatte auch ganz oft ökonomische Gründe, aber nicht, wie es häufig in der Forschung früher hieß, dass die Schuldner ihre schuldenlos werden wollten und deswegen Pogrome angezettelt hätten, sondern eher umgekehrt, es waren die Herrschenden, die die Gemeinden ganz stark ausgebeutet haben, immer mehr. Also gerade in England und Frankreich sehen wir das, ja, sie pressen die richtig aus, immer mehr Abgaben werden verlangt, bis die jüdischen Gemeinden verarmen und dann haben die Herrschenden keine Funktion mehr für sie. Dann kommt es zu Vertreibungen oder es werden eben aufgrund antijüdischer Gerüchte werden dann Pogrome oder Prozesse angezettelt. Also leider diese Ausbeutungsmechanismen sehen wir sehr stark im Spätmittelalter. Und auch insgesamt muss man eben sagen, diese Abhängigkeit der jüdischen Menschen, der jüdischen Gemeinden von dem Wohl und Wehe der Herrschenden, das war natürlich auch, was ihre soziale Position insgesamt sehr fragil machte. Alles klar, dann Dankeschön auch an Sie, Frau Skotki. Ja, im Anschluss an das Mittelalter und vor allem im Hinblick auf den europäischen Raum geht es jetzt weiter mit Franka Reif, unserer Dozentin aus dem Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit. Frau Reif, auch die Frage an Sie. Auf welche Weise war denn die gesellschaftliche Stellung der Juden im europäischen Raum der frühen Neuzeit geprägt? Also das kommt immer ganz darauf an, zum einen welchen geografischen Raum man sich anschaut und zum anderen auch welche Art von Judentum, also das heißt, wir haben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel des Landjudentums, denen ging es durch die frühe Neuzeit hinweg eher schlecht oder es war eher eine sehr, sehr schwierige Situation, im Gegensatz beispielsweise zu den Juden, die in den Städten gelebt haben. Also in den Reichsstädten gab es ein sogenanntes Judenregal, wo man unter einer sehr hohen Gebühr ohne Probleme als sogenannte Schutzverwandte der Stadt leben konnte, seinen Ritus ausüben konnte und arbeiten konnte einfach. Durch die, Zersplitterung des Heiligen Römischen Reichs haben sie natürlich auch je nach Land oder Region oder Stadt ganz unterschiedliche Gesetzgebungen. Das heißt, gerade bezogen auf das Judenregal gab es eine sehr, sehr große jüdische Gemeinde, beispielsweise in Frankfurt am Main und in Fürth. Fürth hat die besondere Rolle, dass da sehr lange unklar war, wie eigentlich die Regierungssituation ist, sodass Juden da unter einem sehr, sehr, in einem sehr freien Rahmen ihr Leben führen konnten und arbeiten konnten. Sie haben natürlich andere Regionen, wie gerade vor allem die katholischen Regionen, wo sie auch immer noch weiter, wie im Mittelalter auch, Judenpogrome haben. Das finden sie immer unter der Landbevölkerung, so klassische Aberglaube und so weiter. Ja, deshalb kommt es immer darauf an, wo man hinguckt. Wir haben ja vorhin bereits gehört, dass das Mittelalter für das Judentum kulturell gesehen durchaus eine neue Epoche darstellte. Ist das in der frühen Neuzeit ähnlich? Das kommt immer ein bisschen darauf an, wieder aus welcher Perspektive man das sieht. Man hat auf einer, in einem gelehrten Rahmen, also gelehrten Diskurse, ist es so, dass seit der Reformation es nicht mehr nur den klassischen Gegensatz zwischen altem Glauben, also dem Christentum und dem Judentum gab, sondern Juden wurden dann quasi ähnlich wie andere religiöse Strömungen auch betrachtet und natürlich auch beispielsweise durch die Grundlage der hebräischen Bibel für die deutsche Bibelübersetzung gab es schon zu einem gewissen Teil eine, kulturelle Aufwertung, weil sie eben genauso anders waren wie andere auch. Aber auf der anderen Seite blieben halt schon die alten Vorstellungen von, wo kommt eigentlich die Pest her, diese Brunnenvergiftungssachen und so weiter, das blieb schon auch immer noch da. Also es kommt ganz darauf an, welche Bevölkerungsschichten man sich da anguckt. Es ist schon so, dass wenn man das bis zum Ende der frühen Neuzeit, also so klassisch um 1800 ansiedelt, man eine Besserung erkennen kann, gerade was die Stellung von jüdischen Personen in der Gesamtgesellschaft anbelangt. Aber auch da muss man das natürlich im Kontext dann des 19. Jahrhunderts mit antisemitischen, nationalistischen Strömungen sehen, die eher versucht haben, jüdische Familien dazu zu bringen, gleichgeschaltet in der Gesellschaft zu leben. Also es geht nicht mehr darum, ob sie einen freien Ritus haben oder irgendwas in der Art, sondern es geht wirklich einfach nur im negativen Sinne um ihr Dasein als Jude.
Okay, und sind Ihnen für die Epoche der frühen Neuzeit bestimmte Gruppen oder Familien bekannt, die besonders erwähnenswert wären? Also Sie haben natürlich im Rahmen der Reconquista, also die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel von den Osmanen Ende des 15. Jahrhunderts, haben Sie große Flüchtlingswellen von Juden sowohl ins Osmanische Reich als auch beispielsweise in die Niederlande oder nach Hamburg. Da können schon gerade so die klassischen Finanzier- und Bankenfamilien identifiziert werden. Für den in Anführungsstrichen deutschen Bereich wäre im 18. Jahrhundert Moses Mendelssohn zu nennen, der Aufklärer, Philosoph, ein enger Vertrauter von Leibniz, dem auch die Ringparabel beispielsweise gewidmet ist. Ja, das wären so Gruppen bzw. eine Einzelperson. Ansonsten ist da die frühe Neuzeit leider sehr mau. Und gab es denn bestimmte Belastungen, denen die Juden der frühen Neuzeit unterlagen? Also es gibt zum einen ab dem frühen 16. Jahrhundert ja für alle größeren Städte zum Beispiel Kleiderordnungen oder sogenannte Polizeiordnungen, die einfach die öffentliche Ordnung regeln, wo natürlich auch immer die Juden mit thematisiert wurden. Das heißt, sie haben immer noch eine Kennzeichnungspflicht, sie müssen als solche erkannt werden können, eben durch Davidstern, gelbe Armbinde und so weiter, das, was man auch später noch kennt. Dann das, was ich schon angesprochen habe, diese Schutzgelder, die sie zu zahlen hatten, das war relativ viel in den meisten Reichsstädten, so um die 2500 Gulden. Also das war schon eine ordentliche Summe, die man sich da, womit man sich seinen Frieden irgendwie erkaufen musste. Und dazu kamen dann so Mitte des 18. Jahrhunderts Regelungen, ab wie großen jüdischen Gemeinden es beispielsweise erst Synagogen geben durfte und solche Sachen. Also das sind so, ja, sowohl Belastungen, was die freie Religionsausübung anbelangt, von der man ja in der frühen Neuzeit noch nicht sprechen kann, als auch einfach, ich sage mal, Schutz von Leib und Leben. Das war auch wieder sehr divers. Alles klar. Dankeschön, Frau Ralf. So, passend zu unserer fortschreitenden geografischen Eingrenzung des Themas und auch aufgrund des schönen Wetters befinden wir uns für das folgende Interview statt in der Uni, diesmal im wunderschönen Bayreuther Hofgarten. Deshalb verzeiht uns auch das ein oder andere Hintergrundgeräusch, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. An meiner Seite ist für das folgende Gespräch Professor Dr. Hermann Hieri, Professor für Neueste Geschichte an der Uni Bayreuth, welcher uns mehr über das Judentum zur aus unserer Sicht sehr erwähnenswerten Zeit des Deutschen Kaiserreichs und auch des späteren Nationalsozialismus erzählen wird. Herr Hieri, beginnen wir doch vielleicht mit der Frage nach dem gesellschaftlichen Leben der Juden im Deutschen Kaiserreich und der Frage nach der Gleichberechtigung der jüdischen Bevölkerungsschicht zu dieser Zeit, welche auch dem späteren Aufkommen erster antisemitischer Strömungen vorausging. Mit dem Gesetz betreffend der Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Hinsicht vom 3. Juli 1869 hat der erste deutsche Nationalstaat, das war der Norddeutsche Bund, die immer wieder geforderte sogenannte Judenemanzipation durchgeführt. Das heißt, die Angehörige jüdischer Religion waren gegenüber Angehörigen christlicher Religion und Konfessionen vollauf gleichberechtigt und konnten dadurch vor allem im öffentlichen Leben in alle Ämter aufsteigen, was vorher nicht möglich war. Das Gesetz ist maßgeblich vom damaligen Bundeskanzler Bismarck durchgesetzt worden. Das war auch der Grund, warum der jüdische Teil der deutschen Bevölkerung beim Ableben Bismarcks auf diese Sache positiv verwiesen haben, dass die Integration der deutschen Juden bzw. besser der jüdischen Deutschen durch dieses Gesetz und Bismarck maßgeblich befördert worden ist. Das Gesetz als solches, wie gesagt, im ersten deutschen Nationalstaat, im Norddeutschen Bund 1869, ist 1:1 dann, wie viele andere Gesetze des Norddeutschen Bundes, nach der Reichsgründung vom Reich übernommen worden und führte eben dazu, dass die jüdische Bevölkerung vollauf gleichberechtigt war und in einigen Teilen des öffentlichen Lebens sogar im Verhältnis zur Anzahl der Bevölkerung stärker repräsentiert war, weil sie durch die Beschäftigung mit der Tora stärker und früher alphabetisiert waren, gewisse Fragen, sozusagen auch manche Berufe wie etwa Jura besonders geeignet schien. Also wir haben eine völlige Gleichberechtigung im Kaiserreich und sogar eine gewisse Privilegierung unter Wilhelm II., die sogenannten Kaiserjuden, also eine Art von Gruppe,
eine jüdische Elite, die zu den Ratgebern des Kaisers gehörte. Und der Kaiser hat ja auch, also Wilhelm II, die Pläne der Gründung eines Judenstaates in Palästina, die die Zionisten vorangetrieben haben, anlässlich seiner Palästina-Reise, ist er mit Herzl zusammengetroffen und da wurden diese Pläne besprochen. Wilhelm II. War sehr positiv, hat sich beim Sultan für diese zionistischen Pläne ausgesprochen, die natürlich erstmal Autonomie und nicht gleich einen Staat Israel, so wie wir das nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, vorsahen. Reichskanzler Bülow hat es im Nachhinein verhindert. Aber insgesamt kann man sagen, dass die jüdische Bevölkerung im Kaiserreich vollauf emanzipiert war. Und sicherlich war das Kaiserreich eine der Abschnitte in der deutschen Geschichte, in der die Integration der Juden vollauf gelungen ist, wiewohl das auch Ansätze des Antisemitismus lassen sich jetzt auf Kaiserreich zurückführen, insbesondere regional, weil wir haben ja starkes föderales Element, einen starken Einfluss der Bundesstaaten und in Hessen entstehen die ersten antisemitischen Parteien, die dann auch in den Reichstag einziehen über das damalige Wahlrecht, allerdings nicht in Fraktionsstärke. Aber der Antisemitismus als politische Kraft beginnt auch im Kaiserreich, als Gegenbewegung zur Judenemanzipation. Und gab es denn besondere oder besonders anerkennenswerte Beiträge der jüdischen Bevölkerung zum Leben in Deutschland zur Zeit des Kaiserreichs oder des Nationalsozialismus? Ja, die jüdische Teil der Bevölkerung, insbesondere einige Personen, auf die ich gleich zu sprechen komme, waren maßgeblich beteiligt bei der Gründung des deutschen Nationalstaates. Und zwar so maßgeblich beteiligt, dass man fast sagen kann, ohne den Einfluss dieser deutschen Juden hätte es keinen Nationalstaat gegeben. Insbesondere hinweisen möchte ich da auf Eduard Simson, ein ganz wichtiger jüdischer Deutscher im 19. Jahrhundert, der maßgeblich die Nationalstaatsbewegung befördert hat. Simson stammt aus Königsberg in Ostpreußen, war 1846 Stadtrat, 1848 als Vertreter von Königsberg in die Deutsche Nationalversammlung in Frankfurt eingezogen, gewählt worden, da Mitglied des sogenannten Rechten Zentrums. Im Mai 1848 Sekretär der Deutschen Nationalversammlung und ab Oktober 1848 erster Vizepräsident, an aber seit 18. Dezember 1848 erster Präsident der Frankfurter Nationalversammlung, also dieser nationalrevolutionären Bewegung. Er war dann auch Anführer der sogenannten Kaiserdeputation, die am 3. April 1849 dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone angeboten hat. Das hatte er bekanntlich abgelehnt. Danach war er Präsident des sogenannten Erfurter Unionsparlaments 1850, 1860 Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses, wir würden heute sagen Landtages, also des wichtigsten deutschen Staates, 1867 Präsident des konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes, dann Präsident des Zollparlaments, des konstituierenden Reichstages. Und 1870, und das wird meistens, wenn man ihn überhaupt kennt, am 18. Dezember 1870, also genau 21 Jahre nachdem er zum Präsident der Nationalversammlung gewählt wurde, da hat die Kaiserdeputation nochmal darum gebeten, dass unter der Führung Preußens ein Reich gegründet werde. Im Gegensatz zu seinem Bruder hat der Wilhelm I. das bekanntlich angenommen. Aber diese Kaiserdeputation ist weitgehend nicht bekannt. Und deren Führer war eben Eduard Simson. Er ist dann danach Präsident des ersten deutschen Gesamtdeutschen Reichstages geworden, 1871. War von 1867 bis 1867 Mitglied des Reichstages für die Nationalliberale Partei, 1879 erster Präsident des neu geschaffenen Reichsgerichts in Leipzig, 1888 in den erblichen preußischen Adelsstand erhoben worden und sein Grab ist heute noch vorhanden. Wie gesagt, ich würde sagen, einer der wichtigsten Deutschen und Juden. Es ist eigentlich bedauerlich, dass selbst Historiker diesen Namen nicht kennen, der untrennbar verbunden ist mit der Gründung des deutschen Nationalstaates. Ohne Simson wäre das wahrscheinlich so nicht zustande gekommen. Gab es denn neben Eduard Simson noch weitere wichtige jüdische Persönlichkeiten, die Ihrer Meinung nach genannt werden sollten?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von wichtigen jüdischen Deutschen in der Zeit des Kaiserreiches. Drei möchte ich hervorheben. Das ist zum einen Eduard Lasker, geboren in Posen, damals preußisch-Polen. 1866 einer der Gründer der Nationalliberalen Partei, also der wichtigsten deutschen Partei, die zum deutschen Nationalstaat geführt hat und auch einer der Führer der Nationalliberalen. 1867 bis zu seinem frühen Tode 1884 auf dem Weg nach New York auf einer Reise, Mitglied des Reichstages, einer der wichtigsten politischen Abgeordneten überhaupt. Er hat sehr viele Reichsgesetze in der Stehung des Nationalstaates, war er daran beteiligt, hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, insbesondere, dass der Nationalstaat gegenüber den föderativen Element, gegen den Bundesstaaten in der Reichsverfassung mehr Rechte bekommt und hat das auch durchgesetzt. Ein wichtiges Duell hat er politisches Duell hat er verloren im Norddeutschen Bund. Eine lange für Historiker und vielleicht nicht nur für die hochinteressante Auseinandersetzung. Soll man die Todesstrafe in diesem neuen Deutschland einführen oder nicht? Die ist ja ganz knapp angenommen worden. Da hat sich Bismarck ein stundenlanges Rededuell mit Lasker geliefert. Lasker war energisch gegen die Einführung bzw. Wiedereinführung der Todesstrafe. Bismarck war dafür. Das ist auch heute noch äußerst lesenswert. Die zweite Person, die ich nennen will, ist Ludwig Frank. Auch er heute nahezu vergessen, auch unter Historikern. 1874 im Großherzogtum Baden geboren, also im deutschen Südwesten. Ein Politiker, der im Rahmen der Sozialdemokratie aktiv war. Er war der führende und populärste Kopf der jungen Sozialdemokraten, die 1912 ja die stärkste Partei im Reichstag wurden. Seit 1907 saß er im Reichstag als einer der jüngeren Abgeordneten, sprach sich für die Integration der SPD in das Reich und zusammen mit den bürgerlichen Parteien auf, hat gegen diese Grundsatzopposition, die SPD lange Zeit ausgezeichnet hat, ist er vorgegangen, hat in Baden als Landtagsabgeordneter sich für die Annahme des Budgets ausgesprochen, im Gegensatz zu den früheren Sozialdemokraten, und was vor allem ihm eben nachträglich sozusagen positiv, sehr positiv angesehen worden ist, ist sein tragisches Ende. Er hat sich mit 40 Jahren, 1914, da war er schon 40 Jahre alt, freiwillig zum Krieg gemeldet, ist als Kriegsfreiwilliger einer der wenigen Reichstagsabgeordneten, die tatsächlich sich kriegsfreiwillig gemeldet haben, im Krieg eingezogen und ist dann nach wenigen Wochen schon Anfang September 1914 im französischen Lothringen gefallen, hat also sein Leben eingesetzt als jüdischer Deutscher für diesen Nationalstaat, der ja nun wirklich nicht sozialdemokratisch geprägt war. Die letzte Person, die ich nennen will, Maximilian Harden, geboren Witkowski, 1861 in Berlin geboren, Herausgeber der wichtigen Wochenschrift Die Zukunft, 1892 gegründet, unmittelbar nach dem Rücktritt Bismarcks. Bismarcks hat deshalb auch Harden inhaltlich unterstützt, weil er hat seine Zeitschrift benutzt, um starke Kritik an der Regierungsweise Kaiser Wilhelms II. Zu nehmen. Nach dem Tode Bismarcks 1898 hat er diese Kritik verschärft. Besonders bekannt geworden ist den Skandal, den er 1906 losgebrochen hat gegen Fürst Eulenburg im engen Umfeld von Kaiser Wilhelm II., den er der Homosexualität beschuldigt hat. Das war ein Riesenskandal. Das hat dazu geführt, dass die Homosexualität, die zwar per Reichsgesetz im Strafgesetzbuch verboten war, aber die praktisch nicht verfolgt worden ist, dann auf Druck dieses Prozesses in das Licht der Öffentlichkeit geraten ist und eine positivere Entwicklung ausgeblieben ist. Wobei dazu zu sagen ist, dass Harden selbst homosexuell war. Also er hat damit der Sache an sich durchaus geschadet. Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, Herr Jering.
Für unser letztes und im Speziellen auch auf den Raum Bayreuth bezogenes Interview befinden wir uns jetzt wieder in der Uni und dürfen Dr. Markus Mühlnickel begrüßen. Er ist für den Teil der fränkischen Landesgeschichte zuständig und wird uns einen kleinen Einblick in das jüdische Leben in Bayreuth für die Zeit nach 1945 geben. Herr Mühlnickel, auch an Sie würden wir gerne mit der Frage nach dem Leben der Juden hier zu Ortes nach Ende des Zweiten Weltkriegs anfangen. Ja, also es war eigentlich wie in anderen deutschen Städten auch. Erstmal waren ja nur noch sehr, sehr wenige Juden überhaupt im Ort selber. Einige von denen, die im Zuge der Deportation aus Bayreuth weggeschafft wurden, sind wieder zurückgekehrt. Es gibt also einige wenige Rückkehrer, die dann kurzzeitig in Bayreuth bleiben oder auch manche auch länger in Bayreuth geblieben sind. Von daher gibt es einen ganz klaren Bruch eigentlich, was die Kontinuität des jüdischen Lebens in Bayreuth angeht, durch die NS-Zeit. Was es 1945 und folgende noch gibt, ist ganz interessant, also in der Umgebung von Bayreuth, unter anderem in Zettlitz, gibt es jüdische, kann man sagen, Siedlungen, Kibbuzim, die auf die Ausreise nach Jerusalem, also nach Israel vorbereiten. Dort werden landwirtschaftliche Kurse erteilt und die Menschen allgemein vorbereitet eben auf ein Leben, landwirtschaftliches Leben in Israel. Das zeigt ja auch, die Tendenz ging eher dahin, Deutschland zu verlassen, das Land der Täter zu verlassen und eben in Israel eine neue Existenz sich aufzubauen, sage ich mal. Und das ist, da war Bayreuth geprägt davon, also es sind Leute, sind zurückgekommen, die dann aber auch die Stadt wieder verlassen wollten und nur die allerwenigsten sind dann wirklich auch geblieben in der Stadt. Und gab es denn trotz der eher geringen Zahl jüdischer Mitbürger zu dieser Zeit besonders nennenswerte Beiträge, entweder der Juden selbst oder der Stadt Bayreuth zum Leben nach 1945? Also wichtig war erstmal, dass es überhaupt wieder zur Gründung einer jüdischen Gemeinde kam. Das ist das Ehepaar Gotthard, sehr wichtig, ja, die, also Rivka und Josef Gotthard, die überhaupt keinen Bezug zu Bayreuth hatten, aus ganz anderen Regionen kamen, sich dann aber hier niedergelassen haben und hier eben ja jüdische Gemeinde wieder gegründet haben. Und ich glaube, das ist auch eine Leistung erstmal an sich, also da die Kontinuität irgendwie wieder herzustellen und wieder dran anzuknüpfen an das ja doch reiche Leben, jüdische Leben in Bayreuth. In den Jahrzehnten, ich sag mal nach 1945, ist es ein Auf und Ab. Also am Anfang waren durchaus mehrere Jüdinnen und Juden in Bayreuth da, die dann auch die Gemeinde besucht haben. Dann geht es stark zurück. Allerdings in den 90er Jahren, und das ist natürlich dann auch was parallel in anderen Städten läuft, in den 90er Jahren kommen sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Bayreuth. Also das sind Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommen und in ihrem Pass die Nationalität jüdisch stehen haben. Also die dürfen nach Deutschland kommen und die kommen auch nach Bayreuth. Und hier hat, das muss man sagen, die jüdische Gemeinde große Integrationsarbeit geleistet, ja, indem die Menschen hier begrüßt wurden. Es wurde Perspektive eröffnet, eben die Synagoge zu besuchen, Gottesdienste zu besuchen, aber auch soziale Dienste wurden hier angeboten, einfach um die Menschen zu integrieren. Und das ist eine sehr große Leistung gewesen und ist es immer noch, weil der eigentliche Kern, sagen wir mal, der jüdischen Gemeinde hier in Bayreuth auch nicht so groß war. Und gibt es aktuelle oder für die Zukunft geplante Initiativen oder Aktionen der Stadt Bayreuth zum Thema Judentum? Der jetzige Vorsitzende der Kultusgemeinde, Felix Gotthard, ist also auch sehr darum bemüht, die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Bayreuth wirklich auch bekannt zu machen. Und da ist jetzt diese große Initiative zur Einrichtung eines Kulturzentrums gegenüber der Synagoge, wo dann auch eine Ausstellung entstehen soll, ein Begegnungszentrum. Und ich denke, dass wir da noch gespannt sein dürfen auf die Initiativen der israelitischen Kultusgemeinde und wie sich das in den nächsten Jahren hier in Bayreuth zeigen wird. Alles klar, wir sind gespannt und auch herzlichen Dank an Sie, Herr Mühlnickel. So, das war's von unserer Seite zur Geschichte des Judentums durch die zahlreichen Epochen hinweg. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei unseren Dozenten für die Teilnahme und auch ein großes Danke an Adrian Rossner, der das ganze Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat. Und wir hoffen natürlich, dass euch der Podcast gefallen hat. Falls das der Fall sein sollte, empfiehlt ihn gerne weiter und natürlich auch die Shalom Bayreuth-Seite. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und verabschieden uns. Ciao.